Wildau ist für mich der ideale Ort, in dem wir Tradition, Innovation, Wissenschaft und das Leben insgesamt bestmöglich miteinander verknüpfen. Man kann hier wohnen, man kann hier arbeiten, man kann sich auch erholen. Wenn man, sag ich jetzt mal, in südliche Himmelsrichtung fährt, ist man in der Natur, an Seen, im Wald. Wenn man in die nördliche Richtung, also in die Hauptstadt fährt, hat man alles, was man an Kultur braucht, obwohl man eigentlich auch alles schon selbst vor Ort hat. Wildau ist ein Standort, der sich immer wieder neu erfunden hat und im Augenblick den Weg eingeschlagen hat, ein internationaler Standort zu werden. Wildaus Industriegeschichte ist kaum zu übersehen. Um 1900 herum entstanden hier die Schwarzkopfwerke. Erst wurden Lokomotiven gefertigt, später gab es immer mehr Schwermaschinenbau. Noch heute werden hier weltweit gefragte Kurbelwellen geschmiedet für Schiffsmotoren. Aber auch insbesondere für Pumpen und Verdichter. Das heißt, das Thema Wasserstoff oder auch das Thema LNG, also Verflüssigen von Erdgas. Das ist eine der größten Gesenkschmieden, die hier noch arbeitet, aber eben im unmittelbaren Umfeld von Hightech. Im Technologiepark arbeiten weit über 100 Unternehmen, etablierte und aufstrebende, an technischen Lösungen für die Zukunft. Und gleich nebenan Treneco, ein Bildungsträger in der Luftfahrt, für den Wildau der perfekte Standort ist. Durch die Technische Hochschule, die Studiengänge in der Luftfahrt anbietet, aber auch durch viele Unternehmen, die hier in Wildau ansässig sind und aus dem Luftfahrtbereich kommen. Ein großer Standortvorteil hier? Die gute Verkehrsanbindung. Wenn wir Mitarbeiter brauchen, finden wir sie hier auch, weil wir ein großes Einzugsgebiet haben und gut angeschlossen sind. Wir haben die S-Bahn-Station direkt am Werk. Und nur wenige Minuten entfernt der neue Hauptstadtflughafen. Die Technische Hochschule Wildau wurde 1991 gegründet. Zunächst mit 17 Studierenden. Heute sind es über 3.300. Traditionell haben wir nach wie vor Maschinenbau und technische Studiengänge wie Automatisierungstechnik. Aber auch ein ganz, ganz großer Anteil ist bei uns eher nicht technisch verortet. Über Betriebswirtschaft, ziemlich klassisch, haben wir aber auch englischsprachige Studiengänge, European Business Management zum Beispiel. Viele Abschlussarbeiten entstehen zu ganz praktischen Fragen in Unternehmen, die hier auf dem Campus oder in der Region ansässig sind. Leben in Wildau heißt Wohnen im Grünen. Wir haben ein sehr großes Wohngebiet mit Ein- und Mehrfamilienhäusern. Wir haben einen Mehrgeschosswohnungsbau. Die alte Schwermaschinenbausiedlung, also wo jetzt gewohnt wird, das finde ich ist schon ein städtebauliches Juwel, was auch die Stadt wirklich gut gepflegt und wieder saniert hat. Wer shoppen will, braucht nicht nach Berlin. Eines der größten Einkaufs- und Erlebniscenter Deutschlands steht in Wildau. Wir haben 17 Sportvereine mit vereinsgebundenen Mitgliedern, 2300 an der Zahl. Dazu kommen über 15 Vereine mit anderen Ausrichtungen. Es gibt, glaube ich, eigentlich nichts, was man in Wildau nicht machen kann. Sie alle treffen sich bei den regelmäßigen Festen in der Stadt. Wenn ich mal irgendwie entspannen möchte, dann muss ich nur einmal unter der S-Bahn durch und dann ist man sozusagen schon direkt am Wasser. Den Dahme-Wanderweg entlang, wenn es früh noch ruhig ist, wenn vielleicht das eine oder andere Schubschiff vorbeifährt, das finde ich das schon sehr, sehr schön. Wildau ist ein pulsierender Ort, in dem man gern zusammenlebt und arbeitet. Innovativ, gut angebunden und mitten in der Natur. Eine Zukunftsstadt vor den Toren Berlins.